Was geht ab, ihr geilen Glubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Destiny, das Erwachen der Eisernen Lords. Wir sind gerade auf dem Weg in den Eisentempel, dort wo wir hinberufen wurden von Lord Saladin, nachdem wir in der letzten Folge die Waffe Siva gesehen haben. Und jetzt wissen, dass die Gefallenen wieder auf dem Vormarsch sind, diesmal aber mit einer uralten Waffe, die sie wieder ins Leben gerufen haben und damit ihre Soldaten verbessern und uns töten wollen, aber nicht mit uns, denn mit wen haben sie nicht gerechnet? Mit den Lords. Hi! Erstmal so hammer-episch. Mit wem haben sie nicht gerechnet? Mit mir und den Eisernen Lords. Komme ich hierher? Hi! So. Hast du geilen Shit? Signale zu Sander 9940. Super Kills, ja, gib her. Ja, gib her. Gib her. Bestätigt. Gib her. Und das auch. So. Kann man ja immer so nebenbei erledigen. So, du bist Lord Saladin, zu dir soll ich hin. Archivarin. Unnatürlicher kosmischer Ereignisse. Es ist ehrlich gesagt schwer vorauszusagen, was wahrscheinlicher ist. Was hat sie denn? Der Sieger in dieser Spleißerschlacht muss ich habe kaum noch verwendet. Okay. Die hier ist also... Fordert Zustimmung zum Ausrichten. Erbe des Eisernen Lords. Oho, okay. Das ist also die Kryptarchen hier. Ey, das sieht voll nice aus hier. Ohne Spaß. Das kann echt einiges. Holy Nudel. Und hier diese riesigen Wolfstatuen. Ich möchte mich aufwärmen. Mir ist kalt. Oh, Alter. Ich bin der Bruder von Jesus. Ich kann über Feuer laufen. Hi. So. Was haben wir denn hier noch so? Ich möchte mich gerne umgucken. Oh, kann man hier irgendwie... Okay, man kann sich da reinstellen, ist passiert, aber nichts. Hier steht einfach Klingel drücken. Das ist eine Glocke, keine Klingel. Alter, so eine Klingel habe ich auch immer zu Hause an meiner Haustür. Kommt auch erstmal so, dong. Andere denken, sie müssen jetzt in die Kirche und ich gehe an die Tür, weil ich weiß, der Postbote ist da. Wie sie hier alle stehen, Alter. Hallo? 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 So, wir sollen zu ihm hier. Und er steht hier mit seinen Wölfen. Unsere Geister neutralisieren. Der von Timur starb schreiend. Okay, die Geister sterben. Meine eisernen Lords starben, um Siva aufzuhalten. Seit diesem Tag habe ich Wache gehalten. Für den Tag, an dem Siva zurückkehrt und wir wieder gebraucht werden. Hüter, meine eisernen Lords starben, um Siva aufzuhalten. Seit diesem Tag habe ich Wache gehalten für den Tag, an dem Siva zurückkehrt und wir wieder gebraucht werden. Vor langer Zeit standen die Flammen auf diesen Gipfel als Symbol des Schutzes der Eisernen Lords für die Menschheit. Falls es nun wieder notwendig wurde, denke ich, du solltest der Hüter sein, der dieses Feuer wieder entfacht. Diese Feuer, Alter! Der diese Feuer wieder entfacht, jo! Wie sieht er überhaupt aus? Hatte der nicht mal eine Glatze? Er sieht voll wie so ein Waschlappen aus hier, ey. Vor langer Zeit standen die Flammen auf diesem Gebirgsgipfel als Symbol des Schutzes der Eisernen Lords für die Menschheit. Falls
Als es nun wieder notwendig wurde, denke ich, du solltest derjenige sein, der diese Feuer wieder entfacht. Oh, doch, macht doch Sinn. Diese Feuer wieder entfacht in Mehrzahl, ja. Und ich mache mich erstmal über ihn lustig. Ah, der hier sieht eigentlich schon nicht schlecht aus, wa? Der kann schon was. Oh, der kann echt was. Holy Nudelsalat, Alter, gib mal her. Ein Geschenk der alten Traditionen. Okay. Dein Licht wird dich zurückführen. Vertrau ihm. Tue ich. Das tue ich, mein Freund. So, wir sehen jetzt anders aus. Zeig deine Macht, Titan. Ah. Auf jeden Fall haben die Wölfe auch etwas mit den Eisernen Lord zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Wolfstatuen da, Wolfstatuen da, Wolfstatuen drin, da waren zwei Wölfe. Keine Ahnung, irgendeine vage Vermutung wahrscheinlich von mir gewesen gerade. Ach, hier kann man wieder für Silber diese Sachen kaufen, die aber nicht sonderlich wichtig sind. Dann wollen wir mal die Feuer entfachen und der Menschheit wieder symbolisieren, dass wir da sind. Dass wir Teil der Eisernen Nord sind und über die Stadt wachen werden. Mann, das sieht voll geil aus hier. Und auch hier sind wieder Wölfe. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich darauf komme, dass es etwas mit Wölfen zu tun hat. Ha! Weißt du warum? Ja, ich habe ja auch gerade Feuer angemacht, du Honk. So, was hast du? Eiserne Lordbeutezüge. Schließe öffentliche Events in den verseuchten Landen ab. Komm, das nehmen wir einfach mal mit. Schließe Patrouillen in den verseuchten Landen. Komm, nehmen wir auch mal mit. Begegnungen mit Captains in der Archon-Schmiede ab. Keine Ahnung, was das bedeutet momentan alles, aber ich nehme einfach mal mit. Man wird es ja wohl, denke ich, noch herausfinden. Pass da draußen auf dich auf. Mach ich. Ey, das sieht voll nice aus hier. Es erinnert mich irgendwie so an Himalaya. Also wenn man mal guckt, so Uncharted 2, wer ein Let's Play dazu gesehen hat oder es selbst gespielt hat. Oh. Das sieht auch nice aus. Nein, so rum. Kann was. Also hier so eine Brücke mit diesen Fähnchen da drauf erinnert mich echt irgendwie stark an Himalaya oder Tibet oder etwas in die Richtung. Auf jeden Fall auch etwas in Uncharted 2 Richtung. So. Tirakan. Im Eisentempel ist das die Archivarin. Tritt näher. So. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Ich war doch gerade schon hier. Früher war ich die Archivarin der Eisernen Lords. Saladin beorderte mich zurück, da er glaubte, mein Wissen darüber, was hier passierte, könnte nützlich sein. Okay. Der Späher, den die Vorhut geschickt hat, Shiro. Er hat mich gebeten, die Daten, die du gesammelt hast, anzusehen. Anscheinend bin ich die einzige Person hier, die alt genug ist, um einen Sinn daraus ziehen zu können. Ich habe jedenfalls alles, was ich herausgefunden habe, weitergegeben. Und nun möchte er dich sehen. Ich werde hier sein. Okay, dann wollen wir ihn auch nochmal einen Besuch abstatten. Auch den haben wir ja schon gesehen. So, da vorne ist er. Ja. Ich hoffe, du... Wir haben uns über Funk unterhalten. Ich bin Shiro 4. Ich leite Speermissionen für Kate und die Vorhut. Die Daten, die du mitgenommen hast, zeigen eine gewaltige Gefallenenbesatzung dort draußen. Saladin nennt es die verseuchten Lande. Ich habe den Turm um Verstärkung gebeten, aber wir brauchen jemanden, der sie anführen kann. Du kennst nicht zufällig jemanden, der Interesse hätte, oder? Nö, mir fällt gerade keiner ein.
Aber wenn du möchtest, kann ich mal die Ohren offen halten. Und dann wird man wahrscheinlich wieder zu sprechen kommen. Und mal gucken, ob ich jemanden finde, der euch helfen kann. Ich bin leider... So. Gehen wir mal wieder. Ich bin gerade am Überlegen. Wir haben jetzt schon wieder 11 Minuten. Soll ich hier mal das Video beenden? Dann hatten wir diese Folge zwar keine Action, aber wir hatten den Tempel. Den Eisentempel. Auf dem Fehlwintergipfel. Würden wir, glaube ich, in der nächsten Folge mit die verseuchten Lande weitermachen. Also mit der Mission hier. Empfohlenes Licht 300. Es steigt langsam an, das Level. Hier war noch 290. Und der Anfang war 280. Jetzt kommen wir in 300. Schlage eine Bresche zum Mittelpunkt der Siva-Bedrohung und öffne eine neue Front für andere Hüter. Oh, da muss man hier wahrscheinlich wieder, wie man das auch auf dem Mond machen musste und auf der Venus und so, Signale aufstellen. Also diese Patrouillensignale, wo man die Mission abholen kann. Ich denke mal, dass wir da wieder den Vorreiter machen werden in den verseuchten Landen. In den verseuchten Landen, das hört sich irgendwie so scheiße an. Verseuchte Lande. Naja, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich klingt das auf Englisch voll geil. Und auf Deutsch also so, verseuchte Lande, Alter. Verseucht. Also verseucht hier, rufen wir das ABC-Team. CDC muss anrücken. Verseuchte Lande, Mayday. So, gut. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es diese Folge keine Action gab. Aber dafür haben wir den Tempel gesehen und eigentlich sonst nicht viel gemacht. Außer Feuer anzumachen. Aber naja, es gehört dazu und Alter, sieht das scheiße aus. Also es sieht eigentlich schon cool aus, aber ohne Spaß, der Unterschied zwischen dem und dem. Ich finde das allgemein so richtig geil. Wenn man nicht mehr so... nicht so neue Sachen hat, also wenn das so, schon so ein bisschen abgetragen ist oder zerstört von den Kriegen, die man gekämpft hat, finde ich schon nice. Also ich finde, das kann einiges. So, bessern wir mal auf. Verbesserungsrate für Schrot, ach, brauche ich nicht. Wobei, das könnte ich gebrauchen. So. Oh, Verbesserung. Oh, was haben wir hier? Nice. Ich weiß gar nicht mehr, wo... Man konnte das doch irgendwo sehen, aber wo konnte man das nochmal sehen? Also am Jäger, am Helden, am Hüter. Ach, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hier, das ist ein Buch. Gut, ich dachte gerade, ja, das sieht voll episch aus hier, so ein kleiner Anstecker und dann ist es ein Buch. Aber es sieht trotzdem cool aus. Das muss man sagen. Kann ich die hier verbessern mit der hier? Jawohl, ey. Boom, denn die hier ist echt ganz gut. Der Sternenfäden. Die Sternenfäden. Fäden der Sterne. Gut, wir sind jetzt Lichtlevel 325. Und die nächste Mission sollte dann auch nicht unser größtes Problem werden. Aber ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid, denn sonst habe ich ein großes Problem. Gut, haut rein. Tschüss.